Bei dem Lied Gaudete Te geht es um die Geburt Christi und wir haben uns ja schon damit beschäftigt, wir haben ein Tutorial darüber gemacht. Heute geht es um die Quintparallele. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Adolf der Schandmaul auf Kabau TV und heute geht es um die Quintparallele zu Gaudete Te. Das klingt ähnlich wie eine zweite Stimme, so eine Quintparallele, ist aber keine zweite Stimme, weil man eigentlich genau dieselbe Melodie spielt, nur eine Quint höher. Ja, eine Quint, das sind fünf Töne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Klar soweit? Wir haben es zuletzt auf dem D unten gespielt. Hier ist der Ton der Blockflöte, hier ist C. Wir haben beim D weg angefangen, Gaudete Te zu spielen. Heute fangen wir eine Quint höher an. Das ist D, E, F, G, A. Was ja praktisch ist für alle, die mit Amolldudelsäcken spielen. Ihr seid eigentlich hier oben, wenn ihr hier unten greift. So, jetzt werden wir einfach mal die Kameraeinstellung ändern und auf die Pfoten filmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier habt ihr verlinkt die Grundstimme von dem Stück. Hier habe ich verlinkt etwas so Spielen im Regen und hier den Abo-Button. Warum Spielen im Regen? Ja, weil die Dinger aus Plastik sind. Ich habe dort dann die ganzen Links auch. Bin höchst zufrieden. Guter Klang, Plastik, was soll's. Ich habe auch Holzflöten, keine Sorge. Also, aber naja, ich will euch nicht zulabern. Wir sehen uns bis die Tage. Tschüss, euer Arnulf.